Willkommen im Signal Iduna Park, liebe Zuschauer daheim an den Geräten. Das Wetter ist klasse, wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß, zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und es geht heute in diesem Wettbewerb um das Hinspiel im Halbfinale. Borussia Dortmund gegen FC Sevilla. Hinspiel also in diesem Halbfinale, Wolf. Der Wettbewerb spitzt sich immer stärker zu. Und es wird sicherlich auch ein Duell der Trainer. Was haben Sie sich ausgedacht? Mit welcher Taktik gehen Sie hier rein in dieses Spiel? Abwarten. Und so tritt der BVB heute also an. Niklas Süle spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Marcel Sabitzer steht im Zusammenspiel mit Emre Can auf den Positionen in der Mitte. Und einziger echter Stürmer ist heute Sebastian Haller. Und da sehen wir die heutige Aufstellung des FC Sevilla. Yassine Bounou ist der Mann auf der Torhüterposition. Ivan Rakitic steht zusammen mit Fernando Reges zentral. Und vorne drin beginnen sie mit einem Mann. Das ist Youssef En-Nesyri. Von 2014 bis 2016 konnte Sevilla dreimal in Folge die UEFA Europa League gewinnen. Und das will natürlich was heißen. Also das muss ihnen erstmal einer nachmachen. Daran sieht man dann doch schon, das ist in den letzten Jahren eine unglaublich starke Mannschaft gewesen. Kann losgehen. Die Dortmunder Borussia eröffnet das Spiel. Klasse Ball gewinnen, vielleicht machen sie jetzt was draus. Nicht das Tor, unglaublich. Was können wir im heutigen Spiel von Sebastian Haller erwarten? Seine Stärken hat er natürlich im Abschluss. Vor dem Tor ist er eiskalt, da nutzt er nahezu jede Chance. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Gute Aktion. Aus der Chance wird nichts. Starke Szene. Er zieht ab. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Er ist wieder dran und dieses Mal hält er den Ball. Sebastian Haller. Sebastian Haller! Das gibt's doch nicht, gehalten! Ball kommt lang. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende der Zeit. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn werden immer tiefer. Wie reagiert er jetzt auf diesen Rückstand? So, damit ist Sevilla hier also im Rückstand. Es geht weiter. Youssef En-Nesyri. En-Nesyri! Zu unkontrolliert abgeschlossen. Die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. Ball erstmal abgegeben. Die Riesenchance. Da hat der Torwart keine großen Probleme.
Youssef El-Neziri. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Der FC Sevilla hofft bei diesem Eckball jetzt auf den Ausgleichstreffer. Da ist die Flanke. Da ist das Pressing erfolgreich. Und klasse Abwehr von Hummels. Adeyemi. Immer noch mit dem Ball. Ball ist bei Julian Brandt. Am Ball Julian Brandt. Da haben sie die Chance. Da passt der Torhüter auf. Die Ecke kommt. Ballverlust Dortmund. Vielleicht die Konterchance. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Ball ist unterwegs. Gehalten! Rakitic tritt diese Ecke. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. So, Pausenpfiff. Das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Uschi, bisher ist das ein guter Auftritt in diesem Spiel, oder? Wie hast du es gesehen? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Mit einem Torrückstand geht Sevilla nun in diesen zweiten Durchgang. Wir machen weiter in diesem Spiel. Hummels jetzt am Ball. Fernando. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Da ist immer noch Brandt. Jetzt die Flanke. Er kann klären. Aller! Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Jetzt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. El-Neziri. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Lamela. Ballverlust hat er förmlich erzwungen.
Guter Vorstoß jetzt. Aber die Abwehr ohne Probleme. Eric Lamela. Kein Problem, ganz sicher. Sevilla wechsel aus. Ball in den Rückraum. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Ball wird geblockt. Karim Adeyemi. Das müsste es gewesen sein. Da ist das Tor. Führung ist deutlich. Führung ist hoch. Ist einfach ein souveräner Auftritt. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann das Tor aus kurzer Distanz. Das ist kein Problem. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. So, weiter geht es hier für Dortmund läuft's. Der Vorsprung beträgt 3 Tore. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Lamela. Machen Sie jetzt gut. Wichtige Aktion. Da wäre Platz für den Konter. Das ist jetzt seine Chance. Der muss da drin sein. Ganz sichere Parade. Wechsel bei Sevilla. Ecke kommt in den 16er. Ball ist erstmal wieder raus. So, der Schlusspfiff. Hinspielsieg also am Ende für die Borussia aus Dortmund. Und das ist ein Ergebnis, Wolf, das riecht schon sehr nach Weiterkommen. Nach Endspiel, das können sie nur noch selbst auf der Hand geben. Die waren das bessere Team. Und das ist ein Fingerzeig, wie das Rückspiel laufen könnte. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Schönes Spiel, schöne Leistung, Tor gemacht, Sieg eingefahren und es gab ja weitere gute Szenen. Hätte hier durchaus noch mehr machen können als diesen einen Treffer, da hat so ein bisschen das Glück gefehlt.